Es ist ja herrlich. Heute ein schöner Herbsttag. Ich bin lange kein Fahrrad gefahren, hatte verschiedene Gründe. Die letzte Tour war, glaube ich, die zur Westerburg. Ja, danach hatte ich keine Zeit so richtig. Dann waren wir im Urlaub. So, ja, und seit einer Woche sind wir wieder daheim. Und wie gesagt, das Wetter bietet sich an, es ist halt schön. Die Sonne scheint, windstill. Da kann man ruhig nochmal eine kleine Runde drehen. An diesem schönen Herbsttag. Herrlich. Gut, fahre ich mal los Richtung Hornhausen. Ja, meine Strecke soll heute auch gar nicht so lang werden. Einfach nur mal raus, bisschen bewegen. Ja, schön. Ich habe heute auch das Mountainbike genommen, weil ich eben noch nicht weiß, wo ich lang fahre. Und falls es irgendwie ein bisschen unwegsam wird, kann man da vielleicht doch besser durchkommen. Da sitzt jemand auf der Straße, auf dem Weg. Wer weiß, was mit ihm ist. Muss ich mal gucken. Ja, da saß jetzt jemand auf dem Radweg. Hat bestimmt eine Verschnaufpause gemacht. Ich habe ihn gefragt. Er sagt, es wäre alles gut. Gut. Wenn keine Hilfe benötigt wird, braucht man es auch nicht machen. Hornhausen ist erreicht und ich fahre jetzt hier links Richtung Bruch. Schöne Sache, ich muss jetzt erstmal kurz anhalten. Ich nutze ja jetzt seit kurzem die Osmo Action 5 Pro mit dem Universal-Batteriegriff. Wirklich top. Also kein Vergleich zur GoPro und dem Volta. Ist alles wesentlich besser. Aber ich musste ihm erstmal die Halterung ein bisschen nachziehen. Das hat sich dann doch durch das Stuckrohr etwas gelöst und ja, jetzt hält es wieder. Weiter geht's. Ist richtig schön hier im Bruch. Laubfärbung ist im Gang. Schön. Riecht zwar ein bisschen modderig. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie irgendwas ausgebaggert hier. Oder Gülle verbracht, man weiß es nicht. Ja, hier ist schon die Ursache dafür, für den Geruch. Hier wurden irgendwie die Bewässerungsgräben ein wenig nachgearbeitet. Ja, hier links würde es nach Oschersleben zurückgehen. Hier rechts geht es Richtung Wülferstedt. Obwohl ich nun längere Zeit kein Fahrrad gefahren bin, ich fühle mich eigentlich noch nicht so richtig schwach. Also werde ich jetzt auch nicht nach Oschersleben zurückfahren, sondern ich werde meine Runde etwas erweitern. Geht dann erstmal Richtung Wülferstedt. Ja, hier geht es am Gartenweg vorbei, bergauf. Wirklich schön. Da geht es nach Wülferstedt zurück. Dort hinten, ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, eine Mühle. Eine der beiden Mühlen von Wülferstedt. Ja, und ich fahre jetzt hier weiter. Da geht es dann Richtung Schwanebeck und Grottorf. Ich fahre auch nicht schnell. Mich treibt hier keiner. Ich habe Zeit. Das Gute ist ja, wenn man einmal auf diesem Berg hier ist, hinter Wülferstedt, geht es dann Richtung Süden bloß noch bergab. Lässt sich leicht treten und dann macht einem der Gegenwind auch nicht zu schaffen. Hier endet dann auch der Plattenweg und ein normaler Feldweg führt weiter. Und wenn man die Hälfte des Weges zwischen Wülferstedt und Grottorf zurückgelegt hat, wird man mit einem schönen Blick über das Land belohnt. Hier ein Baum, eine kleine Bank davor. Hier geht es dann schön bergab. Windräder. Hinten am Horizont der Harz. Den Brocken sieht man heute nicht. Gut. Ich fahre weiter. Ja, von da hinten komme ich her. Schöne leichte Abfahrt. Auch ein manierlicher Feldweg, kann man gut fahren. Was muss ich aber hier sehen? Herrlich. Achtung, Wolfsgebiet. Die Warnung vor dem Wölfe. Scheint es hier welche zu geben, Wölfe. Na ja, gut. In Afrika würde da stehen, Achtung, Löwe. Der Löwe kommt. Na ja, da muss ich aufpassen. Nicht, dass der Wolf kommt und mich mitnimmt. Herrlich. Schöne Landschaft.
So, auch hier wieder eine Gabelung. Entweder fahre ich rechts Richtung Schweinebeck oder links Richtung Krotthof und dann wieder nach Hause. Ich werde links lang fahren. Möchte heute Nachmittag noch ein bisschen Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen. Ja, also, auf geht's. Ich verlasse Krotthof und fahre Richtung Norden, in Richtung Hordorf. Zu meiner Linken liegt hinten das Wolfsgebiet. Ich habe es verlassen, lebend, ohne Wolfsbisse oder Wolfsbegegnungen. Ich bin froh. So, jetzt geht's heimwärts. Die letzten Kilometer liegen vor mir. Ich bin hier wieder gut in Ottersleben angekommen, hier auf der Bodebrücke. Ja. Ja, es war eine schöne Fahrt. Ich habe mich natürlich ein bisschen im Wetter verschätzt, bin mit langen Sachen gefahren, war mir ein bisschen zu warm. Gut, also bis zum nächsten Mal dann. Ciao.